Russland nimmt keine Stellung zu Phosphorbombenvorwürfen, greift erneut Waffenlager in der Ukraine an. Viel Geduld ist gefragt bei Reisenden. Streiks an den Flughäfen in Paris und Madrid. Aus für viele Festivalbesucher, Eis für Affen. Hitze, Dürre und Regenfluten in Europa. London, Paris, Marseille, Toulouse. Jetzt erst recht. Pride-Paraden nach dem Anschlag von Oslo. Berlin. Benin-Bronzen können zurück nach Nigeria. Es war falsch, sie 120 Jahre zu behalten. Die russische Armee hat nach eigenen Angaben bei Luftangriffen in der Ukraine zahlreiche militärische Ziele getroffen. Der Sprecher des Verteidigungsministeriums Igor Konaschenko sagte, unter anderem seien zwei Waffenlager nahe der Großstadt Mykolajiw im Süden des Landes zerstört worden. Auf ukrainische Vorwürfe, Russland habe über der inzwischen geräumten Schlangeninsel im Schwarzen Meer Phosphorbomben abgeworfen, ging der Ministeriumssprecher nicht ein. Auch zu Vorwürfen, mit verbotener Streumunition Wohnhäuser zu beschießen, äußerte er sich nicht. Im Osten sei ein Waffenlager in einem Traktordepot bei Charkiw getroffen worden, der zweitgrößten Stadt des Landes. Die Ukraine habe hohe Verluste an Menschen und Material erlitten, so Konaschenko. Die Angaben aus Kampfgebieten lassen sich von unabhängiger Seite kaum überprüfen. Der Krieg in der Ukraine dauert inzwischen mehr als 4 Monate. Ukrainische Soldaten, die von der Front in der ukrainischen Donbass-Region zurückkehren, wo Russland eine heftige Offensive führt, haben die Bedingungen dort als Hölle auf Erden bezeichnet. Soldaten berichten nach 2 Monaten an der Front und dem Rückzug aus Severodonetsk, einem wichtigen Brennpunkt im Kampf um den Donbass. Die Moral unserer Jungs ist hoch, sie schlagen den Feind und werden das weiter tun, bis wir die Grenzen von 2014 erreichen, einschließlich der Krim und allem. Es war sehr schwierig für die Jungs. Lassen Sie mich noch einmal betonen, das waren keine menschlichen Verhältnisse, unter denen sie kämpfen mussten. Es ist schwer, Ihnen das hier zu erklären, wie Sie sich jetzt fühlen oder wie es dort war. Sie haben dort bis zum Ende gekämpft, die Aufgabe war, den Feind zu vernichten, egal wie. Нелюдські умови, вони в нелюдських умовах билися, тому складно так просто зараз вам пояснити, як вони зараз себе почувають, або як там. Там билися до останнього, тому що завдання було знищити ворога любою ціною по відношенню до них. Im Osten der Ukraine setzt Russland nach Angaben aus Kiew seine Angriffe auf breiter Front fort. Im Raum Charkiw versuche die russische Armee mit Unterstützung der Artillerie verlorene Positionen zurückzuerobern, so der ukrainische Generalstab. Die Angaben aus den Kampfgebieten lassen sich unabhängig kaum überprüfen. Litauen will seine Handlungsweise im Grenzschutz und seine Einwanderungspolitik nicht ändern. Und das, obwohl der Gerichtshof der Europäischen Union in einem Urteil feststellte, dass das von dem Land betriebene Zurückdrängen von Asylsuchenden und die Ingewahrsamnahme von Schutzbedürftigen nicht mit EU-Recht vereinbar sind. Innenministerin Agne Bilotaite sagte, solange das Regime in Belarus solche Zwangsmaßnahmen nutzt, Einwanderung missbraucht und Litauen unter Druck setzt, werden wir uns verteidigen. Litauen wird sich verteidigen und seine Politik fortsetzen, keine unrechtmäßigen Einwanderer ins Land zu lassen. Das hilft uns, uns selbst gegen diese hybriden Angriffe zu verteidigen, und es ist im Sinne unseres nationalen Interesses. Litauen hatte vor einem Jahr den Notstand verhängt, als sich an der Grenze auf belarussischer Seite Tausende versammelten, um auf litauisches Staatsgebiet und damit in die Europäische Union zu gelangen. In Polen wie auch in Tschechien mussten große Open-Air-Festivals unterbrochen und die Gäste von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden. Warum? Die Unwetter, die am Donnerstag und Freitag quer durch Deutschland gezogen waren, kamen in der Nacht auf Samstag in Polen und Tschechien runter.
In Tschetschen, Stettin, kam es zu Überschwemmungen. In Gdynia, Gdyngen wurden mehrere Stunden lang Teilnehmer des populären Musikfestivals Opener evakuiert. In Italien droht am Wochenende zusätzlich zur anhaltenden Trockenheit eine landesweite Hitzewelle. Das Gesundheitsministerium rief die höchste Hitzewarnstufe für 22 Städte aus. In Rom gab es Eis zum Kühlen. Im Zoo gefrorenes Obst, Fleisch und Fisch soll den Tieren helfen, mit den sehr hohen Temperaturen fertig zu werden. Und in Verona hat der Bürgermeister die Verwendung von Trinkwasser für häusliche Zwecke eingeschränkt, auch für die persönliche Reinigung und Hygiene. Bis Ende August gibt es auch kein Trinkwasser für Gemüsegärten, Gärten und Sportplätze und für jede andere Aktivität, die der Mensch nicht unbedingt braucht. Am Pariser Flughafen Charles de Gaulle fällt ein Fünftel der Flüge aus. Seit Donnerstag streiken die Feuerwehrleute. Sie fordern mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen. Am Vortag bremsten bereits Warnstreiks des Bodenpersonals tausende Reisende aus. Die französische Regierung steht unter Druck, die Streikenden zu beruhigen, denn in einer Woche gehen die großen Sommerferien in Frankreich an. In Spanien streikt das Kabinenpersonal des Billigfliegers Ryanair weiter. Viele Flüge mussten ausfallen. Mir haben sie gesagt, dass mein Flug Verspätung hat, weil kein Personal da sei. Ich rechne damit, dass ich noch fliegen kann nach London. Sie haben mir eine E-Mail geschickt, dass ich 3 Stunden früher an den Flughafen kommen soll. Die Gewerkschaft gab bekannt, dass den ganzen Juli über immer wieder 3 Tage am Stück gestreikt werde. Das Kabinenpersonal klagt über schlechte Arbeitsbedingungen. Zum 50. Geburtstag der Pride Parade in London hat Bürgermeister Sadiq Khan vor Gefahren für die LGBT-Plus-Gemeinschaft gewarnt. Es gehe darum, Fortschritte zu feiern, aber auch weiter für gleiche Rechte von Schwulen, Lesben und Transsexuellen einzutreten, sagte Khan. Er verwies auf den tödlichen Angriff rund um eine beliebte Schwulenbar in Oslo. Die Parade vom Hyde Park bis zum Regierungsviertel Whitehall würdigt in diesem Jahr den ersten Marsch von Schwulen und Lesben 1972. Es ist die erste Pride Parade seit Beginn der Corona-Pandemie. Mehr als 1 Million Menschen wurden in der britischen Hauptstadt zu den Feiern erwartet. Auch in Paris, Toulouse und Marseille kamen Tausende zu den LGBT-Plus-Prides. Ich gebe zu, dass ich heute etwas zurückhaltend war. Aber nein, wir müssen weiter kämpfen, sagte ein Teilnehmer in Paris. Auch wegen der Attacke in Oslo. In Oslo hatte in der Nacht zum 25. Juni ein Angreifer mit Schüssen 2 Menschen getötet und 21 verletzt. Der oberste Gerichtshof von Texas hat eine Anordnung eines Gerichts in Houston gekippt, die es Kliniken erlaubt hatte, wieder Abtreibungen durchzuführen. Der Rechtsstreit hat im Staat Texas dazu geführt, dass die Kliniken in der vergangenen Woche sich 3-mal einer anderen Rechtslage gegenüber sahen. Nun müssen also ausgemachte Termine gleich wieder abgesagt werden. Der Polizeichef des Schulbezirks Uvalde im US-Staat Texas ist nur wenige Wochen nach seiner Vereidigung von seinem Amt im Stadtrat zurückgetreten, nachdem er eingestanden hatte, er habe sich bei seiner Reaktion auf die Massenerschießung an der Robb Elementary School geirrt. Am 24. Mai hatte ein 18-Jähriger in Uvalde 19 Kinder und 2 Lehrpersonen erschossen. Die Polizei schritt mehr als eine Stunde lang nicht ein. In der südiranischen Provinz Hormozgan sind bei 2 Erdbeben mindestens 5 Menschen ums Leben gekommen und 19 weitere verletzt worden. Das berichten iranische Staatsmedien. Das Geophysikalische Institut der Universität Teheran zeichnete Stärken von 6,1 und 6,3 auf. Deutschland und Nigeria haben in Berlin den Weg freigemacht für die Rückführung in der Kolonialzeit geraubter Kunstobjekte. Mit einer gemeinsamen Erklärung zur Rückgabe der Benin-Bronzen wurde in Berlin ein Rahmen geschaffen, wie die Eigentumsrechte an den wertvollen Stücken von deutschen Museen an Nigeria übertragen werden können. Wir sind uns alle einig, dass das ein notwendiger und wichtiger Schritt ist, auch für eine neue Kultur der Zusammenarbeit mit unseren Partnerländern im globalen Süden, dass wir eben illegaler erworbene Kulturgüter im kolonialen Kontextes zurückerstattet. So eine Expertin vom Hamburger Museum am Roten Baum. Es war falsch, die Bronzen wegzunehmen, sagte Außenministerin Annalena Baerbock. Es war falsch, sie 120 Jahre lang zu behalten.
In Zukunft könnten die Bronzen Urlaub machen in deutschen Museen. Zwei Bronzen aus Berliner Beständen wurden direkt im Anschluss übergeben. Etwa 1130 der kunstvollen Stücke aus dem Palast des damaligen Königreichs Benin sind in rund 20 deutschen Museen zu finden. Sie stammen größtenteils aus britischen Plünderungen des Jahres 1897.